Ja, willkommen liebe Leute zu Half-Life 1. Wir haben einen kleinen Marathon-Aufnahme-Let's Play. Es ist gerade 8 Uhr morgens und deswegen bin ich vielleicht noch ein bisschen müde, weil ich bin gerade erst aufgestanden. Naja, gut. Ich habe das Spiel, oder ich kenne das Spiel schon, aber wir fangen einfach mal ein neues Level an. Trainingsraum. Nö, Metal. Ach ja, genau. Vorher noch anerwähnt, dass ich bei diesem Marathon diese Zeit, die ich aufnehme, unabhängig voneinander ist. Ich nehme einfach so lange auf, wie ich das kann. Guten Morgen und willkommen im Black Mesa Transitsystem. Dieser automatische Zug dient der Sicherheit und der Bequemlichkeit des Personals dieser Forschungsanstalt. Ich hoffe, ihr hört den Sound. Es ist 8:47 Uhr. Die Nein, es ist 8 Uhr. Oberfläche beträgt 31 Grad. Wir erwarten Nein. heute eine Höchsttemperatur von bis zu 40 Grad. Im Black Nein. Mesa-Komplex wird die Temperatur ständig auf angenehmen 22 Grad gehalten. Ja, das sind wirklich angenehme Temperaturen. Ja, ich glaube, ich mache den Sound ein bisschen lauter. So. Ich hoffe, jetzt ist der Sound laut genug. Daten werden geladen. Ja, damit machen wir. Dieser Zug kommt von den Ruheräumen in Level 3 und fährt zu den Testlabors und den Kontrollräumen in Sektor C. Sollte Ihr Ziel ein Hochsicherheitstrakt hinter Sektor C sein, so müssen Sie zum zentralen Transitkreuz in Trakt 9 zurückkehren und von dort aus einen Hochsicherheitszug nehmen. Falls Sie Ihre Identität noch nicht vom Retina-Sicherheitssystem überprüfen ließen, melden Sie sich bitte bei der Personalabteilung von Black Mesa. Nee, ich glaube. Werden Sie den Vorschriften entsprechend überprüft. Nee, ich glaube, ich bin wirklich erhalten Sie Freeman. Zum Hochsicherheitsteil des Transitsystems. Ich bin Freeman, da brauche ich sowas nicht. Aufgrund der hochgiftigen Materialien, die im Black Mesa-Komplex verarbeitet werden, ist es innerhalb des Transitsystems nicht gestattet, zu rauchen, zu essen oder zu trinken. Was? Das hatte ich doch gerade vor. Och man. Bitte halten Sie Ihre Arme und Beine stets innerhalb des Zuges. Nee, ich will nicht die Türen des Zuges zu öffnen. Bitte macht auf. Dieser an einer Haltestelle zum völligen Stillstand gekommen ist. Sollte ein Notfall eintreten, werden die Passagiere gebeten, sitzen zu bleiben und auf weitere Anweisungen zu warten. Falls ein Verlassen des Zuges unumgänglich sein sollte, bitte verletzte Personen zuerst evakuieren. Bitte halten Sie Abstand zu den Schienen, da diese unter Strom stehen, und begeben Sie sich zu einer Notfallstation, bis Hilfe eintritt. Nee, werde ich nicht machen. Ja, das ist ja so der Anfang von Half-Life. Man fährt erstmal durch die ganze Station einmal durch. Was eigentlich recht interessant ist, so zu gucken. Ich bin Rollstuhlfahrer. Dann werden geladen. Zur Erinnerung, der Zehnkampf auf dem Gordon Freeman, männlich, 27 Jahre. Heute Abend um 19 Uhr auf Level 3. PhD mit theoretische Physik Forschungsassistent. Labor für anomale Materie. Sicherheitsstufe Level 3. Haben Sie einen Freund oder Verwandten, der für das Black Mesa geheim eine wertvolle Bereicherung wäre? Zurzeit gibt es freie Stellen nach eigenen Ermessen und Wachdienst mit niedriger Sicherheitsstufe. Weitere Informationen erhalten Sie in der Black Mesa Personalabteilung. Haben Sie einen Bekannten, der über einen Hintergrund... Wieso gehen die Teile nicht runter? Nein, die gehen nicht für uns runter, sondern für die Leute, die hier lang fahren. In der Black Mesa Forschungsanstalt werden alle Angestellten absolut gleich behandelt. Wir müssen wieder warten, bis die Tür wieder zu ist, dass die Daten geladen wurden, und dann fährt er weiter.
Eine wichtige Erinnerung an alle Mitarbeiter. Damit Ihr Arbeitsverhältnis im Forschungsinstitut bestehen bleiben kann, müssen Sie sich regelmäßigen Untersuchungen hinsichtlich Verseuchung durch Strahlung und Giftstoffe unterziehen. Sollten Sie einen anberaumten Termin für Urinanalyse oder Strahlungsmessung versäumen, ist dies ein Grund für fristlose Kündigung. Wenn Sie glauben, während Ihrer Arbeitszeit in Kontakt mit radioaktiver Strahlung oder anderen gefährlichen Materialien gekommen zu sein, setzen Sie sich bitte umgehend mit Ihrem Strahlungssicherheitsbeauftragten in Verbindung. Er war im G-Man. Sicher, arbeiten Sie klug. Ihre Zukunft hängt davon ab. Wir erreichen jetzt die Testlabors und die Kontrollräume in Sektor C. Muss ich erstmal bestätigen lassen, dass ich das bin. Bitte treten Sie von den automatischen Türen zurück und warten Sie, bis der Sicherheitsbeamte Ihre Identität überprüft hat. Bevor Sie den Zug verlassen, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie nichts vergessen haben. Danke. Wir wünschen Ihnen einen sicheren und produktiven Tag. Guten Morgen, Gordon. Sieht Moin. Aus, als wären wir heute etwas spät dran, was? Ja, nee, du, bei mir ist es 8.07 Uhr. Weiß nicht, was bei dir los ist, aber ich bin nicht zu spät. Tut mir leid, ich bin im Dienst, Gordon. Tut mir leid, ich muss auf meinem Posten bleiben. Bis später, ich gebe ein Bier aus. Ja, gerne. Hat das nicht Zeit, bis später? Tut mir leid, ich bin im Dienst, Gordon. Bis später, ich gebe ein Bier aus. Gut, danke, jetzt kriege ich zwei. Gespielt. Guck mal, du hast ganz viele Bluescreens da. Die springen immer wieder neu auf. Du bist im Weg. Da. Ja, danke. Anomale Materia. Material. So. Oha. www.youtube.com. Ich erwarte eine wichtige Nachricht. Ach Mann. Hey Gordon, ich hatte hier eine ganze Reihe Nachrichten für dich. Aber vor ungefähr 20 Minuten hatten wir hier ein Systemabstürzen. Ich versuche immer noch meine Dateien wiederzufinden. Ein Systemabstürzen? Das ist mal wieder so ein Tag, den man besser aus dem Kalender streicht. Im Test haben wir zwar auch Probleme gegeben, aber das ist glaube ich inzwischen wieder in Ordnung. Du sollst auf jeden Fall presto runterkommen, sobald du deinen Schutzanzug an hast. Okay. Mein Gott, was? Hey, hör auf damit! Was ist los, Gott? Willst du mich in Schwierigkeiten bringen? Ja, na klar! Deswegen mache ich das ja. Mit deinem System aufstutzen. Mhm. Heute wurden alle Deplatzierungsmodulatoren nochmal genau ausgerechnet, oder nicht? Definitiv. Naja. Irgendwas mit Technik. Hallo. Hallo! Sagen Sie Äpfel! Okay. Morgen, Freeman! Moin! Heute ist ein großer Tag, Freeman! Nein! Die Probe wurde gerade im Testraum abgeliefert. Okay. Du willst nicht mit mir sprechen? Jetzt hat doch schon wieder jemand meine Brille versteckt. Ach so. Wart ihr das? Ich will jetzt nicht gestört werden. Achso, okay. Er war's. Oha, G-Man. Kann sie ganz leicht verstehen. Also, die reden auch. Aber hier kann ich noch mal gucken. Hallo, Freeman. Hallo. Schön, Sie zu sehen. Okay. Dann gehen. Hahaha. Oh, schön, Sie zu sehen. Mein Gott, was tun Sie da? Ach Mann. Das ist die falsche Luftschleuse, Gordon. Du weißt doch, dass ich dich hier nicht durchlassen darf. Ach so. Tut mir leid. Hab ich vergessen. Weiß ich natürlich, war nur mal so ein Test. Das weiß. Ist falsch. Hier muss ich rein. Datenwert geladen.
Hä? Sie werden ganz einfach warten müssen, bis der Test abgeschlossen ist. Ich bin, muss aber zum Test, du Idiot. So, was haben wir denn da? No smoking area. Hallo da. Hallo. Entschuldigen Sie, Freeman, aber im Moment bin ich ziemlich beschäftigt. Okay. Bitte lassen Sie mich in Ruhe, bis das Experiment abgeschlossen ist. Jetzt hast du hier deine Cola und du nimm sie. Nee. Na geil. Oha. Ist deins? Nein. Tun Sie da. War ich nicht. War ich nicht. Also, wo habe ich bloß schon wieder die Anleitung für die Abschaltsequenz hingelegt? Da drin wahrscheinlich nicht. Ah, cool. Hallo. Hallo. Na? Bond. James Bond. Genau, was ich hab. Warum tragen wir eigentlich alle diese lächerlichen Krawatten? Tja, weiß ich doch nicht. Warum ziehst du sie an? Mist. Da sind zwei drauf. Guck mal. Warum tragen wir eigentlich alle diese lächerlichen Krawatten? So. Tja. Mein Anzug. Ja, ich hab meinen Anzug. Das ist komisch. Ja, was auch mal komisch ist, es ist. Hey du! Sollten Sie nicht schon seit einer halben Stunde im Testraum sein? Ja. Scheint dir heute heiß herzugehen. Ja, müsste wohl so sein. Danke, dass du für mich die Tür aufgemacht hast. Bimbo, haha. Knopf drücken. Die Leiter da nehmen sollen. Mit der wäre ich schneller gewesen. Ah, hi. Ich will jetzt nicht gestört werden. Okay. Kann ich verstehen. Hey, du. Sie nicht schon seit einer halben Stunde im Testraum sein? Das sagt der andere auch. Entschuldigen Sie, Freeman, aber im Moment bin ich ziemlich beschäftigt. Welchen Knopf will ich nun drücken? Sieht korrekt aus. Egal. Mach auf. Tut mir leid, ich muss auf meinem Posten bleiben. Na gut. Machst du mir eben nicht die Tür auf. Control Room. Ah, hi. Hallo, Freeman. Ah ja, Freeman. Schön, Sie ja. zu sehen. Wir haben die Probe gerade in den Testraum geschickt. Wir haben den Antimateriespektrometer bis auf 105% hochgeschraubt. Ist ein ja? bisschen gefährlich, aber wir brauchen die zusätzliche Energie. Die Verwaltung ja? will unbedingt eine aufschlussreiche Analyse von der heutigen Probe. Wahrscheinlich ja. hatten Sie ziemliche Probleme, das Material zu bekommen. Hm? Sie werden schon erwartet, Freeman, im Testraum. Okay. Dann mach bitte die Wand auf, da ich hier kein Zugangserlaubnis haben habe. Diese Abregelungsparameter sind immer noch korrekt. Nein, ich darf durch diese Tür gehen, aber irgendjemand von euch hat das nicht eingegeben mit eurer riesigen Tastatur. Euer Numblock ist falsch platziert, weißt du das? Was zum Teufel ist mit unseren Geräten los? Das sollte doch überhaupt nicht passieren. War ich nicht. Ich verrate ihm wohl lieber nicht, dass ich da gestern rumgespielt habe. Na du? Sie werden ganz einfach warten müssen, bis der Test abgeschlossen ist. Aber ich muss doch zum Test. Die meisten Ergebnisse der Simulation sind absolut akzeptabel, wissen Sie? Okay. Bitte lassen Sie mich in Ruhe, bis das Experiment abgeschlossen ist. Okay. Hat doch schon wieder jemand...
Ach man, geredet und ich bin weggegangen und kann nicht mehr hören. Danke. Ich fürchte, wir folgen heute nicht ganz den standardmäßigen Analyseprozeduren, Freeman. Okay. Schon, aber mit gutem Grund. Eine solche Gelegenheit haben wir schließlich nur selten. Hier handelt es sich um das reinste Material, das wir je gesehen haben. Und das potenziell am wenigsten stabile. Was soll's? Wenn Sie die Standardprozeduren bei der Eingabe beachten, ist alles in bester Ordnung. Ich verstehe nicht, wie Sie das sagen können. Gut, ich gebe zu, dass die Möglichkeit eines Szenarios, in dem sich die Resonanz aufschaukelt, extrem unwahrscheinlich ist. Ich bin sicher, dass Freeman das alles absolut nicht interessiert. Genau. Sie sind ein bestens ausgebildeter Profi. Und wir haben der Verwaltung versichert, dass nichts schief gehen wird. Na gut, Sie haben ja recht, Freeman. Wir haben absolutes und völliges Vertrauen in Sie. Ich hab gar nichts gesagt. Also dann los. Lassen wir ihn doch endlich reingehen. Danke. Einmal abspeichern. Polter, polter. Test, Test, Test. Scheint alles in Ordnung zu sein. Nee, ich höre euch nicht. Also gut, Freeman, der Schutzanzug dürfte für alle Eventualitäten ausgerüstet sein. Sie erhalten das Material in wenigen Augenblicken. Wenn Sie so gut wären, da raufzuklettern und die Rotoren anzuwerfen, können wir den Antimaterie-Spektrometer auf 80% bringen und diesen Wert halten, bis der Behälter ankommt. Ja, deswegen bin ich ja hier schon oben. Weißt du das? Weißt du das? Aber einmal möchte ich kurz dazwischen speichern. Speichern. Und neuen Spielstand. Und dann geht's jetzt weiter. Es dreht sich. Es dreht sich. Es dreht sich. Oh mein Gott, es dreht sich. Oh mein Gott, dass ich das noch erleben kann. Es dreht sich. Oh mein Gott. Hoffentlich dreht sich nicht zu schnell. Machen wir weiter. Ja, ja. Energie für Transmitterphase 1 in 3. Oh, Funken. 1. Oh, Funken. Ah. Die Phasen an Ort und Schacht stabil zu sein. Licht. Ich kann Licht machen, Jungs. Gut gemacht. Test bestanden. Aktivierung. Jetzt. Noch mehr Licht. Freeman, wir wissen nicht, wie lange das System auf diesem Level funktionieren kann oder wie lange die Auswirkungen. Dann hör auf zu reden. Machen Sie bitte so schnell Sie können. Hör einfach auf zu reden, dann geht das. Ja, gut. Jeden Augenblick zu Ihnen hochkommen. Schauen Sie mal im Ausgabeschacht nach. Ja, ich sehe es gerade hochfahren und ich sehe gerade den Schacht runterfahren. Schub, schub, schub. Der Zug. Weg von den Strahlen. War ich nicht. Du. Da war ein Alien. Da auch. Also. Ich bin tot. Oh, ich sehe wohl da was. Hi. Na du? Seifenblase. Seifenblase weg. Oh, hi. Na, ihr? Wie geht's euch? Wo seid ihr? Hallo? Unvorhergesehenen Konsequenzen. Oh. Einmal wieder sprechen. Puh, du. Das war mal was. Ich glaube, ich mache jetzt hier einen Schnitt und dann rendere ich das Video und lade es hoch und währenddessen nehme ich schon den nächsten Part auf. Also, bis gleich.